Ich habe Frikadellencurry für uns gekocht. Wow! Aber schmeckt das denn überhaupt? Was glaubt ihr? Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Pokémon Schild. Hier auf Katze, der Kanal für Kinder. Weiter geht es mit... Oh, mit einem Kampf. Ich lerne gerade alles über Fremdsprachen, Computer und Pokémon. Wer bist du denn? Oh, hallo, ich bin Katze und du? Ich bin Schülerin Laura und ich möchte dir meinen Pokémon zeigen. Ich habe ein Pam, 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 Pam. Okay, und ich habe einen super tollen Raben. Mein Rabe nennt sich Magdalena. Okay, dann mal los, Zeit für eine Pflückattacke. Denn diese ist sehr effektiv gegen unseren kleinen Vogel. Oder komm, wir geben ihr eine Chance und setzen erstmal Furienschlag ein. Hey, lass mein Pam-Pam in Ruhe. Okay, Pam-Pam, wir müssen uns rächen, okay? Bist du bereit, Pam-Pam? Pam! Tickelattacke! Okay, okay, okay. Na gut, ich habe dir eine Chance gegeben. Jetzt beende ich das Spielchen aber mit einer Pflückerattacke. Oh nein, Pam-Pam! Es tut mir leid, Pam-Pam. Tschüssi, wir haben dich leider schon besiegt. Manchmal kann es so schnell gehen. Oh nö. Wie? Verloren? Habe ich etwa nicht genug über Pokémon gelernt? Sondern nur über Fremdsprachen und Computer? Ist aber auch wichtig. Wenn du lernst, Pokémon noch lieber zu haben, sammelst du dabei immer mehr Wissen über sie. Zum Beispiel, dass sie sich leichter fangen lassen, wenn du ihre KP verringerst. Ja, das weiß ich bereits, aber danke für den Tipp, liebe Laura. Wo geht es weiter? Meine Lieben, wisst ihr was? Hier kommt einfach mal mitten im Kampf der Hinweis. Wenn euch Pokémon gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze, der Kanal für Kinder. Denn dann verpasst ihr keine spannenden und super interessanten Videos mehr. Videos für die ganze Familie. So, wir wollen aber weiter. Vorsichtig hier vorbei. Und dann sind wir auch schon hier. Tipps für Trainer. Du kannst auf Routen dein Pokécamp aufschlagen. Beim Camping können deine Pokémon Erfahrungspunkte sammeln. Wenn du an einem geeigneten Ort zum Campen bist, kannst du auch die Zelte anderer Trainer besuchen. Ja, sieht so aus, als wäre das hier so eine Art Campingplatz. Du findest einen Feuerheiler. Ja gut, sollen wir einfach mal zum Spaß mal wieder campen? Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Einfach mal das Zelt aufgeschlagen. So. Hallo, da ist Schnuffi. Wieder ganz cool mit den Händen in der Hosentasche. Hey, ihr zwei. Wollt ihr mal rüberkommen? Kommt schon. Hey, Schnuffi, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Toll siehst du aus. Geht's dir gut? Komm, jetzt dreh dich um. Hey, Frederik. Frederik. Huhu, wie geht's dir? Hä? Meinst du mich? Ja, natürlich meine ich dich. Wie geht es dir? Mir geht's gut, danke der Nachfrage. Entschuldigt bitte, ich weiß, Pokémon können eigentlich nicht sprechen. Wally, Wally! Wally, komm mal her! Oh, Wally kommt angerollt. Hallo, Wally! Wally, Wally, Wally! Ja, Wally, schön, dass du da bist. Wie geht's dir, Wally? Ah, unserem Wally geht es gut. Und was ist mit dir, Kim? Kim spielt da hinten allein. Gut, war auf jeden Fall schön, wieder mal meine Pokémon gesehen zu haben beim Campen. So, dann können wir auch schon weiter. Hier ist nur ein kleines Cortini im Gras. Was haben wir denn hier Schönes? Vielleicht gibt es hier noch seltene Pokémon. Ein Pam-Pam. Wie sollte es anders sein? Ist ja klar, hier kommt erstmal ein Pam-Pam auf uns zu. Pam-Pam-Pam-Pam. Super toll. Super, super toll. So, aber jetzt erstmal verschwinden. Und weiterschauen. Poké Camping! So. Was ist eigentlich mit TMs? Ich habe gerade überlegt, kann ich irgendwie meinen Pokémon noch tolle TMs beibringen? Drachenklaue wäre ja toll. Gegenstoß. Ja, Gegenstoß ist so okay. Ist nicht um nicht. Samenbomben! Stärke von 80! Das kann ja Dennis erlernen. Aber stopp, stopp, stopp. Das ist eine TP und keine TM. TMs sind technische Maschinen, TPs sind technische Platten. TPs kann man nur einmal im Spiel einsetzen. Das habe ich jetzt mittlerweile auch gelernt.
und TMs unendlich oft, aber ich kann mir vorstellen, dass TMs gar nicht so besonders sind. Ha, jetzt habe ich zur Abwechslung mal einen Trainer entdeckt und kein Pokémon. Lass mich gleich mal gucken, wie stark du bist. Ja, kannst du gerne machen. Wer bist du eigentlich? Ich bin Joby. Der kleine Joby und das ist mein kleines Knospi. Los, Knospi. Zeig, was du kannst. Oh, hallo Joby und hallo Knospi. So, dann bin ich mal gespannt, was ihr auf dem Kasten habt. Ich setze einfach mal Pflücke ein und mach dir kurzen Prozess. Was? Wie hast du das gemacht? Ich hatte ja gar keine Chance gegen dich. Och, Menno. Oh, es tut mir leid. Sei nicht böse und sei auch nicht traurig. So, Cotini kommt als nächstes. Ja, Cotini, ist ja klar. Cotini haben wir bereits in der letzten Folge gefangen. Aber wir kriegen das hin. Pflücker erstmal, um hier ordentlich was zu schaffen. So. Das haben wir schon mal gut gemeistert. Och, Menno, wie blöd. Deine Pokémon sind einfach zu stark. Jetzt komm schon. Sei doch nicht so. Mal gewinnt man, mal verliert man. So zu verlieren ist echt mies. Ich werde meine Pokémon noch mehr trainieren. Ja, das kannst du gerne machen. Du kannst deine Pokémon trainieren, indem du gegen andere Trainer oder Pokémon kämpfst oder indem du Pokémon fängst. Kämpfen oder fangen, beides möglich. So, ich lege Frederik ab. Frederik hat übrigens einen Mondstein. Mir hat schon mal jemand in den Kommentaren verraten, dass ich mein Vogel mit einem Mondstein nochmal entwickeln kann. Jetzt habe ich aber nur die Befürchtung, das weiß ich jetzt zum Beispiel nicht. Kann ich dann überhaupt noch neue Attacken erlernen? Das geht bei manchen Pokémon nicht, sobald sie ihre letzte Entwicklungsstufe haben. Castellit ist auch so ein tolles Pokémon. Ich bin großer Fan von Castellit. Es mögen nicht viele, aber ich finde es super cool. So. Ah, ich finde die alten auch toll. Vielleicht nehme ich Pikachu. Komm, ich nehme Pikachu. Pikachu hat diese spezielle Dynamax-Form. Da habe ich das... In Sachen Dynamax-Form, muss ich zugeben, da habe ich mich mal so ein bisschen spoilern lassen. Und habe ich euch schon mal erzählt, dass ich bereits ein Lieblings-Pokémon hier in Pokémon Schild und Schwert habe? Es ist ein Pokémon, das bisher noch nicht vorkam. Und ich weiß auch nicht, wie es heißt, aber es sieht aus wie eine coole Echse. Und die das Spiel kennen, werden mit Sicherheit sofort wissen, wen ich meine. Es ist, soweit ich weiß, von Typ Gift Elektro. Und ja, cooles Pokémon. Also rein vom Aussehen echt cooles, ja, cooles Pokémon. Hat aber vierfache Bodenschwäche, richtig? Oder kann man es noch mit Schwebe ausstatten? Bestimmt nicht. Gut, weiter geht es. Oh, Sanya, was macht sie denn hier? Ah, da kommt ja unser Arena-Challenger. Dein großer Auftritt bei der Eröffnungszeremonie war echt cool. Glückwunsch. Dankeschön. Hä? Wo hast du denn Hub gelassen? Naja, er läuft immer vor mir weg. Typisch Hub. Er kann einfach nicht stillstehen. Aber so kenne ich ihn. Er will so schnell wie möglich in die Fußstapfen seines Bruders treten. Wo du gerade hier bist, ich kann dir etwas Interessantes erzählen. Ja, gerne. Siehst du dieses Gebäude da drüben? Das gehört der Liga-Präsidentin Rose. Oder genauer gesagt seiner Firma. Was ist das denn? Am Ende von Route 3 gibt es eine Mine. Die Firma von Rose nutzt das Erz, das dort abgebaut wird, um Energie zu gewinnen. Rose spielt also auch eine wichtige Rolle bei der Energieversorgung der Galar-Region. Ich kann nicht sagen, dass ich ihn wirklich verstehe, aber er ist schon ein bewundernswerter Typ. Puh, jetzt habe ich dich ganz schön zugequatscht. Danke, dass du mir so geduldig zugehört hast. Hier, dieses Fluchtseil hast du dir verdient. Dankeschön, das ist aber lieb von dir. Du hältst ein Fluchtseil. Ja, was es kann, das weiß ich bereits. Oh, und eine Pokémon kann ich bei der Gelegenheit auch gleich wieder fit machen. Gerne schön. Oder gerne. Bis Turfield liegt noch ein weiter Weg vor dir. Reisen gehört eben auch zur Arena-Challenge. Mach's gut. Tschüss, Sanya. Danke, dass du da warst. Und mir das mit Rose erzählt hast. Ja, Rose scheint nicht nur der Liga-Präsident zu sein. Ihm gehören anscheinend auch viele Unternehmen und er scheint ein sehr, sehr reicher Mann zu sein. Aber gut.
Oh, was haben wir denn hier? Steine! Wir haben hier rollende Steine! Was ist das? Sind es diese Einräder? Ja, tatsächlich! Klonkett. Ein Klonkett. Okay, das ist auf jeden Fall ein ziemlich cooles Pokémon. Klonkett, Klonkett. Nichts geht über Kleinstein. Rein vom Coolness-Faktor. Aber Klonkett, warum eigentlich nicht? So. Ich schicke mal Kim raus. Ich habe zwar kein Wasser- oder Pflanze-Pokémon, aber Kim kann spezielle Attacken. Das ist übrigens mein einziges Pokémon, das Spezialattacken kann. Deswegen kann dieses Pokémon sicherlich schnell diesen Stein schwächen. Weil ich behaupte mal stark, dass dieser Stein eine hohe Verteidigung und keine hohe Spezialverteidigung hat. Das wäre zumindest typisch für ein Gesteins-Pokémon. Klar gibt es, glaube ich, Ausnahmen, aber man weiß ja nie. So, Pokéball los. Dieses Klonkett, das muss ich mir einfach schnappen. Und ich hoffe, das gelingt mir jetzt auch. Wow, direkt beim ersten Wurf. Holla die Waldfee, das ist katastisch. Erfahrungspunkte gibt es hier ohne Ende für mich. Finde ich super toll. So. Für Klonkett ein Eintrag. Auch Klonkett, auch auf steinigen, schlecht befahrbaren Wegen fährt es problemlos, als wäre es ein Einrad. Es verbrennt Steinkohle, um zu überleben. Möchtest du dem Klonkett einen Spitznamen geben? Und das ist ja klar, denn ich benenne all meine Pokémon nach euch. Da die Kommentarfunktion im Moment noch nicht existiert, ich werde das auf meiner Webseite umsetzen. Verwende ich noch die Namen alter Kommentare, beziehungsweise falls eure Eltern mir auf Instagram oder auf Facebook geschrieben haben, kann ich die Namen auch da aufnehmen. Aber keine Sorge, bald gibt es eine Lösung. Seid nicht traurig, dass man momentan nicht kommentieren kann. Gemeinsam schaffen wir das und finden eine Lösung. So, oh, wer ist das denn? Da oben ist ein Polizist, da ist ein Mädchen, ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Wolltest du dich etwa an mir vorbeischleichen, ohne vorher meine Pokémon zu bewundern? Nee, ich dachte, ich laufe hier... Nein, keine Ausreden. Ich bin Schülerin Mathilde und ich weiß, dass du einfach von mir weglaufen wolltest. Nein, das wollte ich nicht. Jetzt mal ehrlich. Nein, lüg nicht. Du lügst, du lügst, du lügst. Jetzt hör doch mal auf. Mach doch mal halblang. Ich lüge nicht. Na gut. Dann komm, lass uns jetzt mal richtig kämpfen. Oh, du hast mich ja schon besiegt. Wie hast du das gemacht? Wenn ich ehrlich bin, weiß ich das selbst nicht. Hahaha, als ob du es nicht weißt. Okay, ich wechsle mal das Pokémon. Ich bin gerade am überlegen, ob ich maximal ausprobiere. Ja, oder vielleicht lieber Pikachu? Komm, wir rufen mal Pikachu ins Spiel. Wegen guten alten Zeiten. Hallo Pikachu. Das ist mein Pikachu im Pokéball. Im Pokémon Let's Go Pikachu war Pikachu natürlich nicht im Pokéball. Aber, ja. Pikachu muss in diesem Spiel leider in den Pokéball, anders geht's nicht. Denn hier läuft mir leider kein Pokémon hinterher. Schade, denn ich fand das ziemlich süß gemacht in der Vergangenheit. Aber so ist das nun mal. So, ich muss nochmal auswechseln, weil Pikachu hat hier echt gar keine Chance. Nimmt einfach zu viel Schaden durch einen Angriff. Aber das ist alles halb so wild, halb so wild, halb so wild. So, lieber mal weiter vorankommen. Guten Schlag, okay. Ich finde die Katapultattacke auch ziemlich praktisch. So kommt man hier gut durch. Zieht auch ordentlich was ab. Also ich kann mich da ehrlich gesagt nicht beschweren. So. Wit, 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 wit. Total cool. Super. Jetzt einmal Katapult, komm. Aber diesmal musst du richtig schön treffen. Ah. Einmal noch, wenn ich Glück habe. Und dann habe ich den ersten Kampf mit meinem neuen Stein-Pokémon geschafft. Nämlich mit unserem Maxi. Und das werde ich, glaube ich, erst einmal im Team behalten. Denn die erste Arena wird die Pflanzenarena sein. Und ich glaube, ich werde mein Team dann immer anhand der Arena ein bisschen anpassen. Das heißt, mindestens zwei Pokémon von dem Typ haben, von dem der Gegner die Schwäche besitzt. Das habe ich jetzt sehr kompliziert erklärt. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Einfach so gestalten, dass es Sinn macht. Pikachu, Level 11. Und Schülerin Mathilde besiegt. Mir ist Schnurzpiep egal, ob ich gewinne.
Ich wollte dir einfach nur meine Pokémon zeigen. Und du musst gleich so grob sein. Na toll. Wenn es um die Liebe zu unseren Pokémon geht, gewinne definitiv ich. Ich. Alles dreht sich nur um mich. Ja, ich sehe schon. Gut, ich schüttel mal an dem Baum. Vielleicht finde ich da ein paar lustige Bären. Oder aber ich schüttel einfach so lange, bis da ein Pokémon kommt. Ich hätte so gerne ein Mampfaxo. Oder vielleicht ein Tansa. Tansa und Mampfaxo, das wären so meine zwei Wunsch-Pokémon, die da runterkommen könnten. Aber ich behaupte mal vorsichtig, dass es in dem Spiel zwar Mampfaxo gibt, allerdings nicht unbedingt ein Tansa. TM37, Prügler! Ja, bei Prügler prügelt das ganze Team tatsächlich auf den Gegner ein. Total lustige TM. Fast schon etwas verrückt. Aber so ist das nun mal. Teppichdörtchen! Was kommt mir denn da entgegen? Ah ja, ein rollender Stein. Hallo, rollender Stein. So. Sehr gut. Aber wir flüchten. Wir müssen nicht unbedingt gegen einen rollenden Stein kämpfen. Nee. Nicht mit mir. So, was kommt jetzt? Pam, pam. Pam, pam, pam. Ja, Pam, pam haben wir tatsächlich auch schon. Also auch nicht unbedingt ein Pokémon, das wir unbedingt benötigen. Auch wenn ich Pam, pam echt toll finde. So, Flucht. Flucht mit dem Fluchtwagen. So, Pam-Pam. Schau mal, ob du noch was weiteres finden kannst. Irgendwo hier. Oh, der Polizist. Ich stelle sowohl Briefe als auch Niederlagen zu. Haha. Hahaha, was für ein Witz. Ist doch so. Ich bin Postbote Peter. Das ist mein Botugel. Ein Botugel. Ich finde Botugel ziemlich cool. Ein ziemlich schöner Vogel. Ziemlich lustiges Vogel-Pokémon. So, dann würde ich sagen, Vogel gegen Vogel. Clownwetzer, erstmal meinen Angriff erhöhen. So bin ich allzeit bereit. Wenn mich jemand aufhalten möchte, was niemand schaffen wird. Da bin ich jetzt einfach mal zuversichtlich. So. Und weiter. Mit Furienschlag. Okay, Botugel, Geschenkattacke. Hey, brauch keine Geschenke. Das ist zwar sehr freundlich von dir, aber nee. Danke dir. Ist jetzt nicht unbedingt notwendig. So. Das haben wir schon mal gut gemeistert. Und Magdalena auf Level 19. Maxi Level 13. Kim Level 16. Oh, Menno, jetzt hast du mich ja besiegt. Tja. Da habe ich dir wohl versehentlich den Sieg geschenkt. Statt der Niederlage. Na toll. Und jetzt? Briefe stecken voller Gefühle. Deshalb muss man sie sorgfältig zustellen. Ja, das hast du sehr schön gesagt. Das ist wirklich so. Man denke da nur an einen Liebesbrief. Oh, wer bist du denn? Das ist das Pokécamp von Lea. Möchtest du dich dazustellen? Oder dazu gesellen? Ja, machen wir das einfach mal. So, hallo, meine Pokémon und die Pokémon von Lea. Achso, nee, Quatsch, das ist nur die Pokémon von Lea, oder? Oder ist es meine Krähe? Ich weiß es nicht. Hallo, Vulpix, wie geht's dir? Guck mal. Wedel, wedel, wedel. Aua. Okay. Ihr scheint sehr angriffslustig zu sein. Hier, ein Pokéball, holt ihn euch. Süß, diese Pokémon. Rollen durch die Gegend und haben ihren Spaß. Mäh. Wolli ist natürlich wieder sehr präsent mit seinem Mähen. Ich sehe schon. Niemand macht unserem Wolli etwas vor. Hey, meine süße Krähe, wo fliegst du denn jetzt wieder hin? Doch, bleib doch mal hier bei uns. So. Dann mal schön weiter. Und oh, wir können kochen. Bereite ein leckeres Mahl vor. Nutze den Fächer, um das Feuer zu regulieren, sobald du mit dem Kochen beginnst. Rühre dann mit der Schöpfkelle. Okay, rühren. Timing ist eine wichtige Sache. Okay. Also letztendlich Sachen, die man versteht, die nicht so sonderlich kompliziert sein müssen. Ist das Gericht fertig, heißt es Essen fassen. Die gemeinsame Mahlzeit hat dann einen gewissen Effekt. Und so weiter und so fort. Okay, gut. Ich bin bereit. Jetzt wird gekocht. Mal sehen, wie das funktioniert. Ich weiß es nämlich selbst nicht.
So, was kommt denn auf unser Holzbrett? Persimbeere. Diese Beere hat einen eigenwilligen Geschmack. Mhm. Nehmen wir mal zwei davon. Ich könnte jetzt sogar schon kochen, aber ich mache mal weiter. Einen leicht bitteren Geschmack. Vielleicht eine davon. Das kombiniert hier die ganzen Geschmäcker. Sinnelbeere. Können wir eigentlich auch mal dazu nehmen. Eine. Und dann würde ich sagen, das reicht erstmal vollkommen aus. Wir können loskochen, oder? So, dann kochen wir mal gemeinsam. So, wir schmeißen die ganzen Beeren rein. Und dann geht's los. Jetzt wird gefächert. Da, 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 da. Oh, entschuldigt bitte. Erstmal Luft zufächern. Damit das Ganze auch schön warm wird, ist ja klar. Okay, das genießen wir jetzt einfach mal, dieses Zufächern. Denn, jetzt mal ganz im Ernst, viel mehr können wir jetzt an dieser Stelle nicht tun. Nur zugucken und Luft zufächern lassen. Aber jetzt wird erstmal umgerührt. Ihr seht schon, die Gulaschsuppe, die muss natürlich schmecken. Und wenn sie nicht schmeckt, wäre das nicht so gut. Und dann geht's weiter und weiter und weiter. So, ist sie jetzt fertig? Guten Appetit. Ja, dankeschön. Oh, alle freuen sich. Frikadellencurry. Wow. Das sieht ja wirklich gut aus. Und? Wird das schmecken? Wow, es schmeckt. Was für eine coole Funktion hier im Spiel. Güteklasse Hukumil. Alle KP wurden wiederhergestellt und Statusprobleme behoben. Deine Team-Pokémon haben viele Erfahrungspunkte erhalten. Deine Team-Pokémon sind stark und super toll. Okay. Ist also interessant zu wissen, denn durch das Poké-Camp kann man sich heilen, wenn man geschwächt ist. Da muss man nicht ins Pokémon-Center laufen. Und 70 Erfahrungspunkte noch für alle. Das heißt, allen hat mein Curry geschmeckt. Super duper toll. Schlag doch mal dein Zelt auf und koch etwas, um deine Pokémon aufzupäppeln. Ich hätte hier eine Beere für dich, die du beim Kochen bestimmt gut gebrauchen kannst. Danke. Das wäre nicht nötig gewesen. Untersuche einfach das Zelt eines anderen Trainers, um sein Pokécamp zu besuchen. Du bist übrigens herzlich eingeladen, hier in meinem Pokécamp zu bleiben. Oder zu verweilen. Was auch immer. Such's dir raus. Ja, danke. Meine Lieben, das war's erst einmal mit Pokémon Schild für diese Folge. Danke fürs Zusehen. Rechts oben, da wo der Finger zeigt, tippt da drauf und ihr kommt zum nächsten Video. Und nicht vergesst, den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Bitte bleibt katztastisch.